Hallo alle Strandfiguren, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Und zwar, heute geht es so darüber, was sind meine Lieblingsbücher, was lese ich gerne. Das wurde immer wieder angefragt von euch, also welche Bücher ich empfehlen kann und so weiter. Und was meine Lieblingsautoren sind und was ich alles so lese. Und grundsätzlich wollte ich einfach mal anfangen damit zu sagen, dass ich habe natürlich nicht irgendwie so meine drei Top-Bücher oder meine Lieblingsbücher, weil das wäre meiner Meinung nach eine Beleidigung an alle anderen Bücher, die man so lesen kann auf der Welt. Und da gibt es ja eine Menge, bekanntlich. Ich glaube, jedem, das hat mir neulich mein Kumpel Vincent erzählt, jeden Tag werden irgendwie so und so viel 1000 neue Bücher veröffentlicht. Die könnte man natürlich nie alle lesen. Aber generell will ich das Ganze mal einteilen. Ich habe hier 4 Stapel Bücher, einfach mal exemplarisch aus meiner kleinen Büchersammlung zusammengesucht. 4 verschiedene Stapel an Büchern, ja, an die ich das Ganze selber jetzt erstmal einteile. Ja, ist jetzt keine offizielle Einteilung in Belletristik und Sachbücher oder so, sondern einfach nur die Einteilung, die für mich am meisten Sinn macht. Ja, und zwar, da haben wir als erstes den Stapel der klassischen Ratgeberbücher, ja, also eine Branche, die ja unglaublichen Zuwachs erfahren hat in den letzten Jahren. Also Ratgeber, ne? Wie machst du das am besten, damit du das am besten kannst? Also glücklich sein, Ernährung, Training und so weiter, die ganzen Sachen, ja? Glück in der Liebe und den ganzen Kram. Da habe ich einen Stapel Ratgeber und da habe ich mal so ein paar rausgesucht, die ich sehr gut finde. Dann gibt es hier die klassischen Sachbücher und Fachliteratur. Das heißt, wenn es ums Thema Krafttraining geht oder hier schöpferisch träumen, also das Thema luzides Träumen und so weiter, dann Google Plus, dann solche Bücher wie zum Beispiel Arm und Reich von Jared Diamond. Sehr geiles Buch über die Art und Weise, wie wir Menschen seit 13.000 Jahren uns entwickelt haben und warum manche Gesellschaften reich und andere arm geblieben sind. Sehr interessantes Buch. Dann ja noch ein bisschen mehr über Ernährung und Anatomie. Also das Ganze ist sozusagen erstmal unterteilt in klassische Ratgeberbücher, die dir wirklich sagen, mach mal das so und so und so. Und dann hier eher so die Fachliteratur, wo jetzt irgendwie keine konkreten Anweisungen drin sind, aber die auch sehr wertvoll natürlich sind. Genau. Dann gibt es die Autobiografien und Biografien, die ich gerne lese. Ne? Der Unterschied sollte eigentlich jedem klar sein. Auto bedeutet, ich habe sie selber geschrieben. Biografie bedeutet einfach, ein anderer Vogel hat sie über mich geschrieben. Ich finde generell meistens, kann ich nicht wirklich sagen, was ich besser finde. Es gibt sehr gute Autobiografien, sehr gute Biografien. Sind super Sachen, habe ich hier auch 2 mitgebracht. Die lese ich auch sehr, 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 sehr gerne. Autobiografien und Biografien. Und dann noch mein Lieblingsstapel im Prinzip von allen. Wirklich klassische Belletristik, also Romane, Unterhaltungsliteratur. Ich lese auch sehr gern, wobei das hier auch eher eine Biografie ist. Ich lese sehr gerne so Geschichten, Romane und so weiter. Habe ich alles mal mitgebracht. Und ja, jetzt werde ich erstmal so ein bisschen durchgehen. Warum lesen überhaupt? Ja, also warum lesen wir eigentlich? Das ist natürlich erstmal eine interessante Frage. So, heutzutage, wenn man sich unterhält mit anderen Eltern auch über seine Kinder und so weiter und sieht, wie früh die anfangen, mit ihren Kindern auch vorzulesen und zu lesen und so weiter, wird man sehr interessante Diskussionen führen können darüber, warum man eigentlich lesen sollte und warum das Ganze so viel Sinn macht, ja. Und ich finde generell erstmal, man sollte nicht unbedingt lesen, um so viel neues Wissen zu bekommen. Das klingt jetzt erstmal komisch, ja. Also wie? Nicht um neues Wissen zu bekommen? Klar, es ist ein Teil davon. Aber man sollte jetzt nicht einfach nur lesen deswegen, um irgendwie schlauer zu werden oder um irgendwie sich mehr zu bilden oder so. Weil das Problem daran ist, meiner Meinung nach, dass wenn man jetzt zum Beispiel Kindern von Anfang an einpflanzt, du musst lesen, damit du dann mit deinem Leben besser klarkommst. Oder du musst lesen, deswegen aus diesem speziellen Grund, dann könnte es sein, dass genau die Kinder das Gegenteil machen, nämlich irgendwann keine Lust mehr haben auf Lesen. Ja? Ich würde eher sagen, du musst anfangen zu lesen oder du kannst anfangen zu lesen, wenn es dir Spaß macht, um einfach die Welt zu entdecken. Und das Allerwichtigste für mich ist zu lesen, um die Perspektive des Autors auf die Welt zu erfahren. Also um einfach zu gucken, was hält dieser
Dale Carnegie oder Michael E. Gerber oder Oliver Gassner, wer zur Hölle ist das, wirst du dich fragen, ja, oder Jared Diamond oder Arnold Schwarzenegger oder wer auch immer. Was halten diese Menschen vom Leben und welche Ideen, welche Konzepte haben sie von der Welt? Darum geht es mir in erster Linie und nicht so unbedingt nur um den Inhalt und irgendwie damit ich schlauer und gebildeter werde, sondern hauptsächlich einfach mal eine neue Perspektive zu erfahren. Darum geht es mir hauptsächlich beim Lesen. Und einfach Spaß am Lesen. Einfach nur den simplen, einfachen Spaß. Ja? Bei mir war es zum Beispiel auch so damals beim Klavierspielen. Ich hatte am Anfang richtig viel Spaß. Dann musste ich immer mehr Sachen lernen, auf die ich keinen Bock hatte. Ja? Und die Eltern haben gesagt, du musst spielen deswegen. Die Lehrerin hat gesagt, du musst spielen deswegen. Wir haben bald ein Vorspiel und so weiter. Ich hatte immer weniger Lust drauf. Ich habe irgendwann aufgehört zu spielen. Ja? Such deinen eigenen Grund, warum du lesen willst. Vielleicht ist es der Spaß, vielleicht willst du dich bilden, was auch immer es ist. Ich kann es nicht wissen. Jo. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen zu den einzelnen Kategorien. Ja, die klassischen Ratgeber sind, sag ich mal, Bücher, die man in erster Linie liest, wenn man gerade sich anfängt mit dem Thema Motivation und so weiter zu beschäftigen. Das heißt, ich finde, entgegen vieler gebildeter Menschen, die diese Ratgeber komplett verachten, finde ich Ratgeber sehr hilfreich tatsächlich, ja. Man muss natürlich eine gute Auswahl von den ganzen Ratgebern haben und man muss jetzt nicht jeden Ratgeber lesen, das ist dann auch kontraproduktiv. Aber ich finde, Ratgeber geben einem einfach einen ehrlichen und direkten Weg, bestimmte Dinge in seinem Leben zu verbessern. Und man kann sogar Menschen ganz gut einschätzen, wenn man sie zu Ratgebern befragt. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, was Ratgeber? Ich brauche doch keine Ratgeber. Was ist denn das? So, dann weißt du schon eigentlich, dass genau dieser Mensch die meisten Ratgeber lesen sollte. Weil es gibt da zum Beispiel so ein Buch, das nennt sich Lob des Sexismus. Ja, ein sehr interessanter Titel. Und das ist einer der besten Bücher für Männer darüber, wie man Frauen kennenlernt, wie man Frauen ins Bett bekommt und so weiter. Ja? Das ist eines der besten Bücher, die ich überhaupt empfehlen kann. Also ein Ratgeberbuch, was mein Leben und mein Umgang damals mit Frauen extrem verändert hat. Also ich wurde am Anfang, war ich ein Typ, wo die Frauen immer Schluss gemacht haben mit dir. Und ich wusste immer nicht genau, woran liegt das und so. Ich meine, jeder kennt das von uns. Ja, oh, du hast mir nicht glücklich gemacht, ah, du hast das und das nicht. Und dann habe ich dieses Ratgeberbuch gelesen, Lob des Sexismus, habe darüber gelernt, hey, auf welchen Typ Männer stehen eigentlich Frauen und wie verhält man sich? Und ich habe dann gemerkt, okay, es kommt jetzt nicht auf die einzelne explizite Verhaltensweise an, sondern wer bist du eigentlich als Mann und so? Wie gehst du durchs Leben und so weiter? Und dieses Ratgeberbuch hat mir richtig, richtig gut geholfen, in Zukunft besser mit Frauen klarzukommen. Deswegen mein Top-Ratgeberbuch, Lob des Sexismus für alle Männer. Ja, das ist auf jeden Fall kein Buch, was dir deine Großmutter zum Geburtstag schenken wird. Es ist auch kein Buch, was unbedingt politisch korrekt ist und was irgendwie in der Schule diskutiert werden wird. Aber ich finde es eine super Sache. Dann, crazy, dass ich das gerade empfehle, ja. Dann ein super Ratgeberbuch, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Das einzige Schlechte an dem Buch ist der Titel, ja, weil der Titel klingt so, irgendwie so, ja, wie man Freunde gewinnt. Ja, das klingt irgendwie so ein bisschen bescheuert. Das Buch ist aber, heißt eigentlich How to Win Friends and Influence People. Also sozusagen, ja, wie man Leute auch beeinflusst. Positiv natürlich alles gehalten. Und das sind immer so einzelne Kapitel, wirklich ganz klar aufgelistet. Also es ist wirklich so ein klassischer Ratgeber, ne? So, wenn Sie Unrecht, Regel Nummer 3, wenn Sie Unrecht haben, geben Sie es ohne Zögern offen zu. Zum Beispiel ein genialer Rat, ja. Ist natürlich auch sehr schwer, machen wir uns nichts vor. Aber wenn Sie im Unrecht haben und wenn du weißt, dass du Unrecht hast, gib es einfach zu. Sag, ey, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Bumm, schon ist die Welt wieder viel einfacher. Und es geht einfach darum, wie man mit Menschen besser klarkommt. Ja, wenn man ein Boss ist, wie man mit seinen Angestellten besser klarkommt. Und so weiter und so weiter. Ist ein sehr interessantes Buch, ein sehr guter Ratgeber, finde ich. Also Platz Nummer 2, Dale Carnegie. Dann hier noch ein sehr guter Ratgeber, The E-Myth zum Thema Unternehmertum von Michael E. Gerber. Das war so ein Augenöffner damals für mich, auch so zum Thema, was ist eigentlich ein Unternehmen und was versucht man als Unternehmer zu erreichen und warum scheitern so viele Unternehmer und Unternehmen und warum haben manche Erfolg. Das ist ein sehr interessantes Buch gewesen. Ein anderes Buch, was ich jetzt gerade nicht hier habe, das habe ich, glaube ich, gerade Natalie ausgeliehen, das heißt Kopf schlägt Kapital. Es ist kein wirklicher Ratgeber, das ist eher so ein Fachbuch hier.
Und von Günter Faltin ist ein sehr gutes Buch auch zum Thema Unternehmertum, finde ich. Und dann noch ein meiner Lieblingsratgeber zum Thema Training und so und Motivation allgemein ist Never Let Go von Dan John. Ich werde mal die Bücher, die ich hier empfehle, alle unten in die Beschreibung verlinken unten. Das ist hier Never Let Go von Dan John, einem Krafttrainingscoach und einem mehrfachen Olympia-Teilnehmer im Diskuswerfen. Und der hat sehr, 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 andere Ansätze als andere Leute. Also der hat ganz neue Perspektiven, die man vorher noch nie gesehen hat. Also er spricht hier über freien Willen, was ich dann übernommen habe für mein Abnehmschlüsselbuch. Er spricht über ganz viele verschiedene Sachen. Jetzt muss ich kurz mal die Tür aufmachen. Also Dan John hat sehr andere Ansätze, hat sehr interessante Dinge. Auch die Art und Weise, wie er über das Training spricht, die Art und Weise, wie man Informationen aufnehmen sollte aus Büchern, finde ich zum Beispiel sehr lustig. Das heißt, in diesem Buch analysiert er teilweise sich selbst, indem er sagt, was wäre, wenn er selbst sein Buch lesen würde und wie kritisch wäre er darüber. So nach dem, also er gibt jetzt nicht nur explizite Trainingstipps und Trainingskonzepte und so, sondern auch so die ganzen Hintergrundinformationen. Eins der besten, weiß gar nicht, ob man Ratgeber sagen kann dazu. Auf jeden Fall eins, hier steht A Philosophy of Lifting, Living and Learning. Ja, richtig geiles Buch. Das waren so die Thema Ratgeber, habe ich jetzt auch abgeschlossen. Hier habe ich mein Kindle, ja, das heißt, ich lese natürlich nicht nur die ganzen physischen Bücher, wobei ich die am liebsten lese immer noch. Ja, einfach so ein Buch zu lesen, von vorne bis hinten. Kindle lese ich auch sehr viel. Für unterwegs eine wunderbare Sache. Und ich finde Lesen auch allgemein deswegen so geil, weil Lesen einen halt nicht nur wegen den neuen Perspektiven, die man bekommt und so, sondern weil man einfach durch irgendwie eine Stunde Lesen am Tag, irgendwie ist es wie so ein zweites Leben, was man parallel leben kann zu seinem eigenen. Das ist einfach genial. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel immer noch mir kein Auto zugelegt habe. Ich hatte mal eine Weile für so 2 bis 3 Monate ein Auto vom Kumpel, als der in Israel war. Und nicht nur, dass es halt natürlich viel Geld kostet und so weiter, das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist einfach der, dass ich dann in der Zeit nur noch Auto gefahren bin und konnte nicht mehr lesen. Klar, man konnte noch Podcasts hören und so weiter, aber wenn ich U-Bahn fahre, ja, dann kann ich immer lesen. Wenn ich Bus fahre, kann ich immer lesen. Wenn ich Zug fahre, kann ich immer lesen. Im Flugzeug, ich kann immer lesen. Hauptsache, ich muss nicht selber fahren. Das ist mir das Wichtigste, weil dann kann ich die ganze Zeit immer nutzen, um Bücher zu lesen. Okay, kommen wir mal zu den, legen wir mal die Ratgeber beiseite, kommen wir kurz zu den Fachbüchern, ja, Fachbücher, ich meine ganz klar, warum liest man Fachbücher? Hier geht's ums Wissen, ja, während bei den Ratgebern man hauptsächlich sein eigenes Leben verbessern will, will man bei den Fachbüchern natürlich sein Unternehmen oder seine Beziehung mit anderen Leuten verbessern oder man will halt mehr Wissen, man will für sein Studium lernen, für seine Ausbildung oder für seinen Beruf, ja, und da gibt's einfach eine Menge an interessanten Büchern auch. Ich habe heute mal ein paar mit einfach nur gebracht. Das hier zum Beispiel, der Muskelguide, eines der besten Anatomiebücher, was du jemals lesen wirst. Da hast du hier einzelne Übungen und Muskelgruppen, hast du richtig anhand der Übungen erklärt. Das heißt, hier sind Krafttrainingsübungen, wie zum Beispiel der Liegestütz. Und dann siehst du hier, welche Muskeln arbeiten beim Liegestütz. Ne? Du siehst also immer die Funktion und du siehst auch, welche Muskelgruppen beteiligt sind. Und auf den gelben Seiten hast du immer so einzelne Verletzungsparameter, also Sehnenriss am Bizeps, wie entsteht er und so weiter, wie kann man das verhindern. Sehr gutes Anatomiebuch, der Muskelguide. Ja. Dann anderes Buch, was ich sehr gut finde, Fachbuch, da habe ich auch schon viele Videoideen draus gezogen, Ernährungsstrategien im Kraftsport und Bodybuilding. Das ist wirklich ein exzellentes Buch für jeden, der sich mit dem Thema Muskelaufbau und Fettabbau und die Ernährung dazu beschäftigen will, der kann sich dieses Buch zulegen. Dann das beste Buch zum Krafttraining ist Differenziertes Krafttraining von Axel Gottlob. Exzellentes Buch, auch da lernt man sehr viel, nicht nur über die Anatomie, wo ja der Muskelguide sehr gut ist, sondern man lernt hier vor allem sehr viel über die Biomechanik, also über die Qualität der Bewegungen, über die ganzen Zusammenhänge. Man lernt, hier habe ich zum Beispiel auch die ganzen Passagen her zum Thema Krafttraining bei Kindern und so weiter. Du lernst hier vor allem, wie man Übungen korrekt ausführt und das Ganze im Schwerpunkt
auf die Wirbelsäule gelegt. Ja, also exzellentes Buch auch für jeden, der so ein bisschen Hintergrundwissen zum Krafttraining will und wissen will, warum es zum Beispiel vollkommen schnurz ist, wenn du bei den, Kniebeugen die Knie ein bisschen weiter nach vorne machst, als die meisten Leute sagen, ja. Super Buch. Dann hier Eating Animals, ist auch ein ganz interessantes Buch, das lese ich jetzt. Ich kann noch kein ganzes Fazit dazu abgeben. Das ist einfach auch so ein Fachbuch, was ich mir zugelegt habe, um so Dinge zu verstehen oder einfach an Dinge heranzugehen, mit denen ich normalerweise nicht übereinstimme. Das heißt, einer der wichtigsten Tipps beim Lesen ist auch, Bücher nicht nur zu lesen, Bücher, wo man schon von vornherein weiß, ah okay, das ist ungefähr meine Wellenlänge. Also für einen Veganer zum Beispiel, der sollte jetzt nicht nur diese ganzen, ja, lebe gesund und lebe voller Licht und vegan und alles schön und gut Bücher lesen, sondern der sollte gerade zum Beispiel so eine Bücher lesen wie Let Go von Dan John und so. Von dem kommt übrigens die Idee, dass man die Bücher liest, mit den Meinungen der Autoren, wo man schon von vornherein weiß, dass sie anders sein werden. Das kommt auch von ihm, aus diesem Buch, das habe ich da gelernt. Dann hier zum Beispiel Google Plus, man sucht durch ein, ich wusste, okay, Google Plus wird immer wichtiger für mich, also wie beschäftige ich mich damit, hole ich mir ein Buch einfach und lese das, ganz interessant. Dann, wie gesagt, Arm und Reich, sehr interessantes Buch von Jared Diamond. Das sind alles nur Auswahlbücher, wie gesagt, ich habe keine 3 Top-Bücher. Dann Schöpferisch träumen von Paul Tholey. Ja, da geht es so um Klarträume, luzides Träumen. Da kommt auch bald noch ein Video. Und Exploring the World of Lucid Dreaming von Stephen LaBerge. Ja, darum geht es halt, wie man in Träumen erkennt, dass man träumt und dann das Ganze sich zunutze macht. Das sind so ein paar Fachbücher. Okay, dann gehen wir mal weiter zu den... Ja, das Video wird ein bisschen länger, ist ja nicht schlimm. Bücher lesen dauert ja auch ein bisschen länger. Biografien, Autobiografien hier, ganz gut von Arnold, Total Recall, so ein bisschen über sein ganzes Leben und so weiter. So ein bisschen, ja, also zu allen seinen Karrieren, zu seinem Bodybuilding, zu seiner Schauspielerkarriere und zu seinem Leben als Gouverneur. Überall hat er Stellung zugezogen, fand ich ein super Buch. Aber jetzt auch nicht wirklich weltbewegend, sage ich jetzt mal so, ja. Dann, das ist hier ganz interessant, das ist eher eine Biografie und zwar, den werden vielleicht 1% von euch kennen, und zwar ein Kamerad, der hieß Molke, ja, der war der war ein General, ein deutscher General, nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern ein bisschen früher noch. Ich war damals stationiert auch in der Moltke-Kaserne, die wurde nach ihm benannt. Und ein genialer Feldmarschall, kann man sagen. Ja, ein super Typ eigentlich, je nachdem, wie man es definiert. Ja, ich lese sehr gerne Bücher über den Krieg, über den Zweiten Weltkrieg auch. Und generell auch über so die alten Herrscher, die alten Leute, wie zum Beispiel hier, also nicht die alten Leute natürlich, das auch sehr geil. Die Emperor Series von Conny Gulden. Hier geht es um Genghis Khan. Der hat 4 fette Bände nur über Genghis Khan geschrieben. Das ist hier der letzte Teil. Ich habe alle durchgelesen und verschlungen. So genial. Es geht also um Genghis Khan. Und was der hier macht, dieser Conny Gulden Autor, ist so ziemlich das Coolste von allem, finde ich. Weil der nimmt im Prinzip historische Fakten, also so viele historische Fakten, wie er nur finden kann, recherchiert. Und dann schreibt er die ganzen Geschichten dazu, wie sie hätten sein können. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Fakten und Fantasie, um den ganzen Leben einzuhauchen im Prinzip. Und man lernt sehr viel dabei und es macht einfach einen unglaublichen Spaß, die zu lesen. Ich habe die ganzen Sachen über Genghis Khan gelesen, über Caesar gelesen. Und wie gesagt, solche Sachen lese ich auch sehr gerne über die alten... Feldherren und über die alten Conqueror, also Eroberer und so weiter. Das aber natürlich nicht alles, also ich lese nicht nur über Krieg, ne? Nicht, dass du mich falsch verstehst. Hier Martin Luther King, eins meiner Lieblingsautobiografiebücher über den Kampf gegen Segregation, also
auf Deutsch kann ich es gar nicht gut beschreiben, also sozusagen, das ist eigentlich heftig, wenn man das Buch liest und dann weiß, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts, wie es in Amerika noch aussah teilweise, also wie stark schwarze Menschen und anders hautfarbige Menschen extrem diskriminiert wurden, und dann sein Umgang damit ist halt genau das, was ihn so faszinierend macht, diese Person. Das heißt, sein Umgang, keine Gewalt anzuwenden dagegen. Das heißt, einfach sozusagen friedlich damit umzugehen und so damit umzugehen, dass die Leute, die im Unrecht sind, aufgrund ihres eigenen schlechten Gewissens irgendwann einlenken. Und das ist auch meiner Meinung nach der einzige Weg, wie man solche Dinge lösen kann. Und ja, einfach ein faszinierendes Buch über sein Leben. Und ja, ich glaube, der ist ein unglaubliches Vorbild einfach für die Menschheit im Allgemeinen. Deswegen ist das mal wirklich eins meiner Lieblingsbücher, kann ich sagen. Ja? So, dann kommen wir zum letzten Stapel, mein Lieblingsstapel, und zwar Belletristik, also einfach Romane und Geschichten. Da habe ich so ein paar Lieblingsautoren. Erstens Jack London, ja, und The Seawolf, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Der hat noch so zum Beispiel auch so Klassiker wie White Fang geschrieben, über den Wolf aus der Natur, wie er sozusagen immer Hundekämpfe macht und so. Dann und Jack London einfach unglaublich. Allein wegen diesem Autor, wegen Jack London, lohnt es sich, Englisch zu lernen. Weil wenn du seine Bücher liest, da liest man halt die Sätze, und dies ist einfach nur so ein Genuss über die Art und Weise, wie der Typ schreiben kann. Ja. Dann noch Mark Twain, auch einer meiner Lieblingsautoren auf Englisch. Super, super Charakter, der Typ Mark Twain auch. Hat wirklich eine lustige Weltanschauung auch teilweise. Dann Jeffrey Archer, so ein bisschen modernerer Typ, also sozusagen aus der Neuzeit. Der schreibt auch sehr spannende Romane über ziemlich viele verschiedene Themen. Ja, Jeffrey Archer, Imperium heißt es hier. Sehr interessant. Und ich meine, es gibt tausende von Romanen und so weiter, Geschichten. Ich lese sehr gerne Michael Ende auch noch. Ja, also Momo, unendliche Geschichte. Und diese Bücher haben mir unglaublich geholfen. Vor allem Momo, das Buch, ja, über die Art und Weise, wie wir Menschen. Das ist das aktuellste Buch überhaupt. Und das lässt einen so darüber nachdenken. Habe ich neulich drüber nachgedacht. Zum Beispiel, warum ist es eigentlich so? Also bei Momo geht es ja im Prinzip darum, dass alle Leute nur noch hetzen, 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 keine Zeit mehr für nichts haben, und dann gibt es in diesem Buch diese grauen Herren, die den Menschen im Prinzip ihre Zeit stehlen. Ja? Das heißt, die kommen zu den Menschen und sagen, ey, du verschwendest voll viel Zeit, guck mal, hier verschwendest du Zeit, hier verschwendest du Zeit, hier kannst du Zeit sparen, und die Zeit, die sie dann einsparen, diese 2 Stunden, die wird aber von den grauen Herren dann geraubt. Das heißt, je mehr die Menschen versuchen, Zeit zu sparen, desto weniger Zeit haben sie. Das ist diese geile Message aus diesem Buch. Und die ist so hochaktuell. Weil ich meine, man guckt, wie schnell kann man heutzutage, das habe ich neulich in einer interessanten Reportage gesehen, wie schnell kann man heutzutage zum Beispiel von London nach New York fliegen, ja, dauert ein paar Stunden. Vor ein paar hundert Jahren hat es noch mehrere Tage gedauert, ja, mehrere Wochen sogar gedauert. Und dann müsste man eigentlich denken, ja, über die Art und Weise, wie wir heute, was wir für eine Technologie haben, was wir für ein Wissen haben, für eine Bildung, allein über das Internet, allein über die Art und Weise, wie wir auch jetzt geschafft haben, weltweit fast einen Frieden herzustellen. Und über die ganze Art und Weise, wie wir jetzt heutzutage leben, da müssten wir ja eigentlich viel mehr Zeit haben als früher, weil wir ja überall viel schneller hinkommen. Ja, wir können viel schneller kommunizieren in erster Linie, und viel schneller können wir uns mithilfe auch der Globalisierung können wir uns auch viel schneller fortbewegen und aufgrund der Technologie. Aber das Ganze hat irgendwie nicht dazu geführt, dass wir vom Gefühl her mehr Muße haben und mehr Freizeit und mehr Spaß durch mehr zur Verfügung stehende Zeit haben. Das ist ein interessanter Punkt. Und das ist zum Beispiel in dem Buch Momo eigentlich vollkommen aktuell perfekt beschrieben. Okay, ja, das war's dann auch. So ein kleiner Einblick zu meinen Büchern. Ich verlinke alle unten. Die kannst du dir entweder bei Amazon holen. Ich meine, es ist einfach nur die Bücher, die du liest. Keine Ahnung, ob die dich interessieren. Jedenfalls sind es einfach so eine kleine Auswahl an Büchern, die ich gerne gelesen habe. Und manche Bücher lese ich auch zweimal. Und nach ein paar Jahren liest man sie nochmal und hat wieder ganz neue Erkenntnisse, wenn man selber wieder dazugelernt hat. Das ist auch eine interessante Sache beim Lesen, finde ich. Dass das, was du aus einem Buch herausliest, ist im Prinzip immer gerade dein aktueller Stand
des Wissens und wie du die Welt gerade siehst. Ja? Das heißt, wenn du dann zum Beispiel ein Buch 3 oder 4 Jahre später liest, kann es sein, dass du die Erkenntnisse daraus ganz anders sind. Ja? Also Lesen, eine super Sache. Man kann, glaube ich, über Videos und über Reportagen und über Filme nicht halb so viel lernen und Spaß mit haben wie über gute Bücher. Und ja, das war's dann auch für dieses Video. Etwas länger gedauert. Kannst mir ja mal aufschreiben, welche Bücher du am liebsten liest. Wir haben, wie gesagt, die Kategorien Ratgeber, wir haben Sachbücher, wir haben dann Autobiografien und so weiter und wir haben dann klassische Fiction, also Romane und so weiter. Es gibt natürlich noch viel mehr Einteile, es gibt noch Kurzgeschichten und so weiter und so weiter und so fort. Das war einfach die Einteilung und die Bücher, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.